Willkommen zurück hier bei Life Strange mit der. So, nee, wir sind ja nicht mal suspendiert, wir sind verwiesen der Schule. Eieiei. Und wir gucken jetzt erstmal, wir werfen das Poster weg, um an Chloes Dorpvorrat zu kommen. Aber Tatze noch zu verlieren, tatsächlich. Die gute. Ansehen. Wir können ja mal gucken. Finally, what I actually came here for. Wow. Na dann. Jackpot. Wait. What the hell? Damn it, Justin. Chloe. Oh, oh, oh. Chloe, hey, ich musste mir dein Vorrat leihen. Verzweifelte Zeiten, okay? Ich verspreche, du kriegst es nächste Woche zurück. Justin. Tja, Justin, das ist natürlich blöd. Nächste Woche ist Chloe nicht mehr da. Blöd. Der gute Justin. Oh, Mann. Fuck every inch of this place. I wish I could tag it from floor to ceiling. But with Skip watching me... Geht auf die Mädchentoilette, Fräulein. Bathroom. Then I'm out. Cool? Okay. But try to make it fast, will you? Oh Gott, der Bathroom. Das ist der... Oh, Mann. Das ist der erste Raum, wo wir das erste Mal tatsächlich Chloe gesehen haben mit Max. Was? Viel Spaß, Victoria. Wow. Wow. Also, ich würde es cool finden, wenn ich in so ein Badezimmer kommen würde. Das Lied war saugut gerade. Oh nein, nicht David. Warum? Da die Maske. Later, Skip. Later. Oh, yeah. Looks like David's here. Awesome. Rachel, another letter to Max. That I'll never send. At least Journal Max won't abandon me the way real Max did. Ich hab schon fast vergessen. Oh Mann. Moment, wir müssen von vorne anfangen. Hatte ich auch ein paar vergessen vorzulesen? Nee, eigentlich nicht, ne? Oh doch, hier, oder? Oder? Oder, oder? Ich kann mich gerade. War dieses Foto beim letzten Mal auch schon?
Ich fand das übrigens komisch, dass ihr dieses eine bei dieser Herausforderung bei Principal Worlds, dass wir das nicht, dass ich da die Hälfte von nicht lesen konnte. Das war nicht gut gesetzt, muss ich sagen. Hatte ich das? Ich komm. Max, ich weiß, was du denkst. Du denkst, wird sie jetzt endlich über Rachel Amber reden? Doch, doch, das habe ich vorgelesen. Ich bin mir sicher. Max, okay. Okay, ich glaube hier. Ne? 7.5. Max, mit dem ganzen Shakespeare-Scheiß, der vor sich geht, dachte ich mir. Ich schreibe dir ein Sonett. Dann habe ich erkannt, dass Reim hart ist und sich nicht wirklich auf Rachel reimt. Was mir passender erscheint, schließlich habe ich noch nie jemand wie Rachel getroffen. Mit Rachel ist alles eine Art Spiel. Ich musste mein Talent zum Schlösserknacken benutzen. Das haben wir aber auch gelesen, oder? Ich lese es trotzdem mal weiter vor. Ich musste mein Talent zum Schlösserknacken benutzen, um ein Fernglas zum Funktionieren zu bringen. Nur um Leute im Park auszuspionieren. Rachel war zum Totlachen, als sie sich Dialoge für sie ausdachte. Ich habe mich gut gehalten und selbst ein Speedwalker in engen Shorts verarscht. Nachdem wir einem alten Pärchen beim Rumknutschen zugeguckt hatten, beschloss Rachel, dass es halt wäre, nicht mehr nüchtern zu sein. Wir tüftelten also einen Plan aus. Zwei Yuppie-Picknickern ihren Wein zu klauen. Und weil es Rachel ist, umfasste der Plan ausführliches Schauspielern und mehr Improvisation meinerseits. Meine Schauspielkunst ließ uns im Stich. Zum Glück kann ich gut zugreifen und flitzen. Mit unserem mühsam verdienten Wein im Schlepptau reisten wir weiter zu mehr Spaß und Spielen. Chloe, die Unnüchtere. Doch du warst nüchtern, Chloe. Tut mir leid, aber ich habe verhindert, dass du was trinkst. Ich raff es einfach nicht. Kein Stück. Erstmal hast du auf Chloe versautes und hat weiterhin keine Freunde gesetzt? Hoffentlich. Wie habe ich es versaut? In der einen Minute habe ich den besten Tag meines Lebens. Im nächsten Moment gestehe ich ihr meine Gefühle, wie ein Trottel, der eine Cheerleaderin zum Tanzen einlädt. Und sie hat mich abgewiesen. Was auch sonst. Aber das ist noch nicht alles. Denn kaum ist Rachel davon gestürmt, finde ich ein Auto. Das verfluchte Auto meines toten Vaters. Diese verdrehte, zerbrochene, hässliche Erinnerung daran, wie mein Leben mal war. Also habe ich zugeschlagen, offensichtlich, und bin dann umgekippt und habe von Papa geträumt, der mir gesagt hat, ich sollte Rachel im Park finden. Und von Rachel, die sich selbst in Brand setzt. Aber genug von mir. Wie war dein Tag? Chloe, die verdrehte, zerbrochene und hässliche. Hey, Rachel hat doch gesagt, dass du nicht hässlich bist, Chloe. You know? Übrigens, wie ich sie gerade... Wartet, sofort, ich lese es vor. Max, wann hattest du beschlossen, mit mir durch zu sein? Wie wusstest du, dass es Zeit ist? Um loszulassen, meine ich. Ich frag nur, weil Rachel und ich mit dieser beschissenen Stadt durch sind. Wir haben sie satt. Bye, bye, bae. Aber anstatt spurlos zu verschwinden wie jemand anderes, werden wir eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Für Rachel bedeutet das, einen verfluchten Wald abzufackeln. Irre, ich weiß. Aber ich bin auch recht irre. Was? In Rage verwandte Neuigkeiten wurde ich endlich aus Blackwell... Was? Achso, in Waage? Wurde ich endlich aus Blackwell rausgeschmissen. Steht das wirklich da? Das ergibt gerade so irgendwie... Ist egal. Immerhin verhinderte ich, dass Rachel von der Aufführung ausgeschlossen wird. Ich sollte unglücklicher damit sein, Schulabbrecherin zu sein. Aber ich bin's nicht. Es ist nur ein weiteres verficktes Kapitel in meiner Lebensgeschichte. Also, ja, Brücken abrennen, wörtlich und akademisch. So macht man einen Abgang, Mädel. Chloe, die Austrittswunde. Zeig sie gerade Max sozusagen den Stickefinger, weil das ist das Jane Doe... Shirt, das Max immer anhat, ne? Und Jane Doe ist sozusagen in Amerika, wie bei uns Max Mustermann oder Max Musterfrau, werden zum Beispiel Leute, denen man keinen Namen geben will oder die keinen Namen haben, werden Jane Doe tatsächlich genannt. Das wollte ich einfach mal erzählt haben, weil, ich glaube, das Ding ist halt immer mit diesen Spirit Animals hier, ne? Man vermutet halt auch immer, dass das Reh Max ist. Oder dass das Reh Max Spirit Animal ist, aufgrund dessen, dass sie da so ein Reh drauf hat. Aber ich weiß nicht. Also, wer hatte denn noch diese ganzen Theorien runtergeschrieben? Welche Spirit Animal zu wem gehört? Und ich glaube, da scheinen sich so ein bisschen die Geister drüber, ne?
Weil irgendwie, ich verbinde halt immer die Eichhörnchen mit Max, aber ich weiß, dass die Eichhörnchen bei Samuel waren und so. Das ist halt immer so ganz, ganz merkwürdig. Wahrscheinlich verbinde ich mit Max die Eichhörnchen, weil ich selber sagen würde, dass mein Spirit Animal eine Mischung aus Eichhörnchen und Corgi wäre. Das sieht ja bestimmt scheiße aus. Aber so, ne, deswegen vermischt sich das vielleicht bei einigen so ein bisschen. Oder bei mir zumindest. Deswegen komme ich da super durcheinander. Aber das wollte ich nur mal erzählt haben. Vielleicht das weiß das jemand auch nicht. Nächste. Was? Was? Seite 1 von 12? 5.3.2010? Warum kommt mir... Aber ich sag mal, ich alles vergessen? 5.3.? Liebe Max, Papa hat mir das hier gekauft, als ich mich beschwert habe, dass ich eine E-Mail verschicken wollte und das Internet nicht funktioniert. Und heute dachte ich, hey, vielleicht wird es Zeit, dass ich Max schreibe. Das Komische ist, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil wir seit 3 Monaten nicht miteinander gesprochen haben. Trotz all meiner Anrufe, Nachrichten und... Nicht, dass ich deswegen sauer wäre oder so. Scheiße, das werde ich doch nie abschicken, oder? Chloe, die Entfreundete. Ich glaube aber schon... Ich glaube schon, dass ich das gelesen habe. Okay. Dann hatten wir hier denn alles? Ich weiß gar nicht... Elliot? Ich glaube, die hatten wir alle durch. Hätten wir noch Drew? Ich glaube, Drew hatten wir auch schon, ne? Ja, Drew hatten wir... Das ist Chloe, das ist... Komme ich nochmal in die ganze Übersicht? Ja, ich komme nochmal. Nathan, Rachel. Doch, mit Nathan, mit den Robbenbabys, genau, mit den Lasern. Kann ich mich dran erinnern. So einen Scheiß kann ich mich erinnern, ne? Super. Genau, das ist Mao, die Rachel. Und ich, achso, ich hätte auch einfach auf die Köpfe gucken können. Du kannst normalen Leuten nicht trauen, fragt Rachel. Ihr Vater scheint der normalste Typ auf der Welt zu sein, aber gleichzeitig ist er ein fremdgehendes Arschloch. Wenn ich drüber nachdenke... Vielleicht ist das normal. Was wirklich traurig ist, ist, dass Rachel und ihre Eltern zuvor gut miteinander auskamen. James ist der neue Bezirksstaatsanwalt, weshalb Rachels Familie nach Orange County gezogen ist. Trotz seines Berufs verhält James sich nicht die ganze Zeit wie ein spießiger Gesetzesvollstrecker. Ungleich manch anderer mächtiger Vaterfiguren, die ich kenne. Ross, Rachels Mutter, scheint auch ziemlich in Ordnung. Offensichtlich liebt sie Rachel und James, wirklich. Arme Frau. Was auch immer mit Rachels Familie geschieht, sie scheint ihre Eltern noch immer wirklich zu lieben. Und vielleicht ist das alles, was zählt. Ich hätte sicherlich lieber ein fremdgehendes Arschloch zum Vater, als einen Toten. Ja, das ist, nachvollziehbar. Genau, wir haben hier natürlich nicht alles befunden. Natürlich nicht, warum auch? Und Episode 2, wir können ja schon mal... Haube mit Aussicht, Fahrersitz, Linse reinigen, geniales Versteck, Einkaufsliste... Ein Oktopus? Grausamer Scheinwerfer, Nachrichtenbord, Schranktür, Flickenpfad. Ja, Flickenpfad. Mhm. Zeit der Heuchelei. Und hier haben wir die ganzen Orte. Und hier haben wir erstmal eine neue Nachricht. Was ist denn das? Die haben wir alle noch nicht gelesen. Okay, wir fahren. Seit wann kriegt man denn von dem Direktor eine Nachricht? In welchem Universum kriegt man denn von dem Schuldirektor einen... Mitglieder der Blackwell-Gemeinschaft, bitte seien Sie gewarnt, dass ein sich schnell fortbewegender Waldbrand in der Umgebung von Culmination Staatspark gesichtet wurde. Ich habe mit der Forstbehörde von Acadia Bay gesprochen, die derzeit nicht glaubte, dass eine Evakuierung nötig ist, da der Blackwell-Campus sich nicht im betroffenen Gebiet oder dem prognostizierten Pfad des Feuers befindet. Bitte lassen Sie vorsichtig walten, wenn Sie... von oder zum Campus reisen. Alle Angestellten wurden angewiesen, Unpünktlichkeit für Sport und außerschulische Aktivitäten an diesem Wochenende zu ignorieren. Okay. Ist ja nett. Das ist nett, aber okay. Ist natürlich cool gemacht, aber ob man sowas auf dem Handy haben will, ist, könnt ihr auch eine E-Mail schicken? Rachel. Oh Gott, wo fängt denn das hier an? Oh Gott, ich will alles lesen. Ich hab's ins Haus geschafft, ohne dass meine Eltern es gemerkt haben. Super. Du wurdest zu Spionin geboren. Springst aus Zügen und so ein Scheiß. Oh Mann, wir würden so ein tolles Team abgeben. Kein feindliches Fernglas wäre je wieder vor dir sicher. Währenddessen bist du undercover als Bewusstlose. Ich hasse das Wort LOL. Ich mag's auch nicht, wenn Leute LOL sagen. Heute war unvergesslich. Einiges davon war scheiße. Na. Weißt du, was nicht scheiße ist? Was? Du. Und du bist auch nicht scheiße. Ich weiß.
Wir sollten besser schlafen gehen. Müssen morgen Wells sehen. Ja, mein Fehler. Was wert. Wells ist scheiße. Das Treffen war echt das Letzte. Du bist höllisch merkwürdig. Nein, du. Im Ernst, es ist okay. Gestern war es wert. Dann hätten wir eine ABFB-Warnung. Eilmeldung, Neuigkeiten zum Feuer. Acadia Bear Forstbehörde. Acadia Bear Oregon. 2.2. und so. Pacific Time, bla bla bla. Samstag, 8. Mai 2010. Aktiver Waldbrand der Klasse D. Nicht unter Kontrolle. Lassen Sie Vorsicht walten. Siehe örtliche Medien für Straßenschließung. Okay. Da fängt schon die Natur der Katastrophen an. Der Schmetterling hat seine Flügel angefangen auszubreiten und der Butterfly-Effekt startet. Elliot. Spanisch-Test war scheiße. Dem bestehe ich nur mit Glück. Oh. Lo siento. Nein, ich glaube, es war okay. Cool. Was machst du? Nicht viel. Hab nachher was vor. Oh, okay. Hast du Chemie-Licht? Nö. Alter, das ist das dritte Mal. Ich weiß eh schon alles. Hey, warum warst du nicht bei Chemie? Alles okay? Yep. Was ist mit Drew gelaufen? Es heißt, du warst klasse. Yep. Lass uns später reden. Okay? Heilige Scheiße, hast du Wells SMS wegen dem Feuer bekommen? Bist du okay? Ja, du? Ja, ich bin in meinem Zimmer. Hey, willst du nach dem Sturm rumhängen? Nach dem Sturm? Welchem Sturm denn? Und nein, Elliot. Ich glaube, Chloe möchte nicht mehr mit dir rumhängen. Und von Mama. Gott sei Dank. Sei bis zur Ausgangssperre hier. Wir haben morgen früh diesen Termin. Schon wieder Chloe, wirklich? Ich bin mit meinem Latein am Ende. Tja, das ist natürlich blöd. Ach, Mensch. Chloes Mami hatte schon nicht einfach mit ihr, ne? So, jetzt gucken wir mal hier erstmal ein bisschen. Looking around here. Drugs are free here. Man, why didn't anyone tell me before? So kann man es natürlich auch lesen, ne? Drogenfreie Zone. Sie sind innerhalb 300 Meter einer drogenfreien Zone. Kauf oder Verkauf von Drogen in diesem Bereich ist eine Straftat. Wahrscheinlich wirklich nur in dem Bereich, weil... Also, egal wo wir waren in Amerika, und wir waren ja halt, ne, so California, Nevada, Utah, Arizona, so. Es riecht überall einfach nach Gras. Es ist ganz schlimm. Und es ist ja auch wirklich nicht illegal dort. Man kann ja da sich zu so einem Quacksalber-Doktor gehen, so wurde uns das erklärt, und kann sich sozusagen Gras ausschreiben lassen als Genesung. Ne? Man hat Rückenschmerzen, oh, ich brauche Gras. Und ich glaube, ab nächstes Jahr wurde uns von einem Polizisten sogar erklärt, zwar ein Rentnerpolizist, aber der arbeitet immer noch einigermaßen in dem Beruf, und der meinte, dass ab nächstes Jahr es auch in Kalifornien legal ist. Also, ne, man kann dann einfach legal rauchen und sich das holen. Ist schon seltsam, tatsächlich. Ein bisschen sehr komisch. Und ab und zu wirklich einfach too much auf den Straßen. Ist bäh, richtig übel. Halte Shift gedrückt. Ich will mich gar nicht schneller bewegen, tatsächlich. Ja, mein aufgeschlitztes Schloss ist natürlich blöd. Blackwell's criminal element strikes again. Better go before Wells pins it on me. Stagehands. Professional Stage Equipment Spezialist. Ist wahrscheinlich hier, weil heute Abend das Theaterstück stattfindet. Lichter. Oh. I guess these stage lights are for the Tempest. Na, was malen wir denn da drauf? What could the Tempest use more of? Mehr Hasch oder mehr Anarchie? Ich würde mal gern von dem Hasch-Thema loskommen. Ich mach mal mehr Anarchie. All that's left is to get arrested. Absolut okay. Kann ich mit leben. Die hätte bestimmt einen Hanfblatt hingemalt, ne? Nee, das ist wirklich vollkommen okay. I hear the lighting is super important for setting the tone. Batman-Zeichen wäre cool gewesen, tatsächlich. Dann gehen wir nochmal hier hinten lang. Steht nur ein Fahrrad, da stehen... Steht unsere Mutti. Könnte diese Einblendung da oben weggehen? Die ist wirklich nervig. But whenever I needed to bum one, no one here smokes. Fuck this place. Ja, Chloe. Es ist schon Thelma und Louise, oder? Schon merkwürdig, ne? Dass man Chloe das erste Mal in der Toilette da sieht mit Nathan zusammen und dann später hier auf dem Parkplatz. Das ist schon irgendwie...
Ich mache jetzt mal die Seite. Ich hoffe, das ist richtig so. Gucken wir uns mal die Ankündigung hier an. Max would have loved this shit. Blackwell Academy, die Zukunft braucht Exzellenz. Aufgrund der großzügigen Unterstützung durch die Prescott Stiftung wird Blackwell im nächsten Herbst mehrere neue Kurse anbieten, die die künstlerischen Talente der Schüler fördern sollen. Kunst, visuelle Konzepte, Einführung in Komposition, Einführung in die Keramik, Photoshop für Fortgeschrittene, Einführung in die Charaktermodellierung und Animation, Fotografie, freies Lernen, nur auf Einladung. Besonderen Dank an Caroline Prescott. Ah. Das sind wahrscheinlich irgendwann die Dinge, die Max wieder veranlassen, hier zurückzugehen. Und ja, du hast recht, Chloe, das würde Max gefallen. Ah, okay, so geht's weg, natürlich. Mach das Tutorial, lässt dich in Ruhe. Three guesses whose bike this is, and they all start with Miss Grant. Darwin ist mein Homeboy. I guess I will miss one thing about this place. Don't make me use my teacher voice. Das ist ja witzig. Was steht da? Stand da noch? Was steht da? Wartet. Nicolat. Aurigen. Cave. Why do you believe? 314. My other vehicle can do the castle run in less than 12 parsecs. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der castle run ist. Okay, hier sind reservierte Parkplätze. Oh, das sieht aus wie von Principal Wells, ne? Das Auto. Wells' car. Crushing spirits must pay pretty well. Aber ich muss sagen, dieser... Ja, obwohl es geht, es sind halt noch Schüler, ne? Aber tatsächlich, in der Stadt... In der Stadt kann es noch sein hier, dass so eine Autos, so eine normalen Autos, aber wenn du außerhalb in Amerika Autos, es gibt nur Pickups und so eine riesen Karren und so eine alten, so eine ganz, ganz alten Karren, die halt auch eigentlich ziemlich cool aussehen. Diese Autos, das geht nicht? Es, was für Autos, das ist schon gar nicht mehr, dann wenn so ein Dodge an einem vorbeifährt. Am Anfang ist noch so, boah, was für eine Karre, wie geil. Irgendwann denkt man sich, oh, das ist ein Dodge, so, hm. Da fahren Dodge als Taxis rum, ne? Also es ist halt, in Deutschland würde niemals auf die Idee kommen, so ein Auto als Taxi zu benutzen. Also irgendwas läuft da wirklich sehr merkwürdig. Und, Ahem. Also was die da für Autos haben, das ist heftig. Aber die kosten halt irgendwie nichts. So ein Pickup kostet da nichts. Was steht denn da auf? T-Sawyer? Ah, das ist der Bigfoot-Kopf. Ach so, Moment, haben die nicht, ist das nicht die Maskottchen? Taking pride in Blackwell Athletics means taking pride in yourself. Also the trustees and their enormous bank accounts. Chloe hatte später auch ein Pickup, ne? L.D. Byron. Lord Byron? Holden C. Ein dicker Vogel. Ich musste so lachen bei dem einen Part. Ich habe das selber nicht mitbekommen, dass mich ein dicker Vogel ablenkt. Hallo. Hallo. Hey. Hey, kleiner Vogel. Okay. Ja. Bye. Elitist Blackwell Bird. Ach, Chloe. Ah, elitärer Blackwell Vogel. Warum steckt denn ein Skateboard in dem Mülleimer? At least I'll have plenty of free time to take up skateboarding again. If I feel like it. Wenn ihr danach ist, Chloe, das ist richtig. Max hat wahrscheinlich den Vogel fotografiert, ne? Chloe kann leider nicht fotografieren. Also sie kann wahrscheinlich schon fotografieren, aber... Stand der Typ da die ganze Zeit schon? Brandsicherheit, Flugblatt. Und Schlagloch. Maybe they'll use my scholarship money to finally fix this pothole. I guess this fire is no joke. Still can't believe Rachel started it.
Das ist ein guter Einwand. Vielleicht war es ja diese Frau, die so gefällig auf dieser Bank saß und dann gelächelt hat. Aber wir haben halt dieses Foto da reingeschmissen und es angezündet. Hohe Alarmstufe. Aufgrund eines Waldbrandes in der Gegend ist Arcadia Bay auf hoher Feuersicherheitsstufe. Kenne deine Rolle. Erstens, reagiere auf deinen Feueralarm und unverzüglich und in geordneter Weise. Zweitens, überprüfe die Notausgänge der Schule und zu Hause. Drittens, bespreche das Notfallprotokoll mit deinen Eltern oder deiner Bezugsperson. Hilf dabei, Arcadia Bay sicher zu halten. Na, aber natürlich. Der Feuermelder im Camper bei uns, im RV, der war so empfindlich, dass jeden Morgen, wenn wir das toasten wollten, dieser Feuermelder anging. Das war sehr laut und immer sehr nervig und dann haben wir irgendwann angefangen, den Toaster woanders hinzustellen, wenn das Wetter gut war draußen oder halt weiter weg vom Feuermelder. No more extracurricular activities. No more curricular activities either. Also, tritt dem Vortex Club bei. Nein. 5.5.2010, die Sturmparty. Blackwell Schwimmbad. Alle Schüler von Blackwell willkommen. Die Sturmparty. Blackwell Schwimmbad. Naja. Erinnerung, komm hoch. Und das sind keine guten. Was mit der Dose da oben? Mit der können wir nichts machen. Schade, die sah so umrandet aus. Also die scheint schon immer da gewesen zu sein, diese Party. Dann reden wir mit dem guten Herrn hier mal. Nämlich mit Elliot. Oh, was spielt denn Elliot gerade? Sieht man das? Das sieht aus wie so ein, wo man alles in eine Reihe bringen muss, Spiel. Wir reden mal mit ihm. Elliot and I have gone to school together since we were in kindergarten until today. Hey, Elliot. What brings Chloe Price to school on a Saturday morning? Nothing good, I bet. I was expelled. Wait, really? Holy shit! I know. I'm surprised it took this long, too. Do you want a hug? Ich habe, glaube ich, schon die Antwort mit M gegeben gerade. M, okay. Nein, danke. Oh, wie war das mit der langen Leine und so? Oh Gott. Vielleicht könnte Chloe mal eine Umarmung gebrauchen. Gerade von jemandem. Und dann fragt nett und lieb. Ach komm. Komm. Okay. Ja. Oh. Oh Gott, arme Chloe. Na, na. Thanks. Was Rachel Amber involved? Yeah. And let me guess, did she get off scot-free? Well, yeah. But she tried to cover for me. Uh-huh. Anyway, what are you doing here? I thought I should come early to grab tickets. For the Tempest? You said we might see it together. Oh, God, Amma. Right. Good call. Did you get my text about hanging out afterwards? Ja, vielleicht. Sorry, nein. Die Aufführung sausen lassen. Dürfen wir überhaupt noch auf diese Aufführung? Wir sind doch weg vom Fenster hier sozusagen. Gerade mitbekommen, wie komisch Elliot auf Rachel reagiert. Ne? Wir hatten ja auch von Victoria eine SMS bekommen, so nach dem Motto... Rachel verarscht uns und bla 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 und das hat eine gute Schauspielerin. Elliot scheint, ne, Rachel hat nicht bei jedem in Blackwell so den besten Ruf gehabt, wenn man so mit Max mal gefragt hatte. Ich bin auch gespannt, auf was das hinausläuft, ne? Wie ehrlich oder wie unehrlich eine Rachel Amber ist. In dem Sinne, richtig kennen wir sie immer noch nicht. Aber solange sie, Also Chloe noch, eigentlich hat es ja Chloe noch nichts getan, ne? Ja, im Gegenteil, hat sie eigentlich einen Schutz genommen, tatsächlich. Oh, wir können ja nicht schon wieder ja vielleicht sagen. Was ist denn da los? Sorry, nein. Wenn wir wirklich hingehen und dann gehen wir nicht mit ihm hin, was denn dann? Das ist ja auch blöd. Oh Mann, Elliot, ey.
Komm, lass mal die Aufführung. Wollen wir die Aufführung sausen lassen? Komm. Actually, I was thinking, maybe I won't go to the Tempest. The more I think about being at Blackwell tonight, the more I want to throw up. Oh, yeah, that makes sense. I should have thought of that. Do you just want to hang out instead? Nah, I think I'll just chill at home. Good, you don't mind, right? It's totally cool. No problem. Next time, okay? I better go. My mom is waiting to stick her attack mustache on me. Her boyfriend. Don't worry about it. See you around, Elliot. Oh, der arme Mensch. Yeah. Later. Da ist jemand sehr, sehr doll in Chloe verschossen. Und Chloe hat nicht so richtig Ahnung, wie sie damit umgehen soll, anscheinend. Oh, Sticker. Was steht da drauf? My other vehicle is drama. Aha. Lord Byron. Heißt da nicht sogar jemand in dem Theaterstück Lord Byron? Wer spielt denn den Lord Byron überhaupt nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber solange Victoria Chase nicht mitspielt, ist alles gut. Nur die... Und übrigens, diese... Ich muss ja auch sagen, diese Nummernschilder sind ja nicht mal irgendwie... Oder was steht denn da drauf? Life is a Stage. Diese Nummernschilder... Life is a Stage? Willst du mich verarschen? Da steht... Da steht in der Life is Strange Schrift Life is a Stage. Was ist das denn für ein Scheiß? Also das ist schon ziemlich cool. Das ist die Life is Strange Schrift. Das ist ja... Oh Mann. In Amerika sind nur so eine Nummernschilder, wo irgendwelche lustigen Sachen hinten drauf stehen und die haben auch, warum glänzen das so? Die haben auch immer um diese Nummernschilder herum so ganz irre, manche sind pink, manche glitzern. Im Disneyland gab es auch extra eine Disneyland-Umrandung für die Nummernschilder. Super irre. Super irre. His head much? That has to be Skip's car. Tatsächlich. Pisshead. Was liegt denn alle drinne? Lungenbutter. Pisshead. Ganz viel Dead Beat Babies. Was? Sneaky Dong. Ghouls and Girls. Bone Cake. Nochmal Pisshead. Nochmal Krusty Rim. Was? Feline Pfister. Was sind da? Urchies. Wow. Wirklich, wow. Ich gehe jetzt nochmal dahin. Ich muss danach aber erstmal den Part beenden. Es wird hier schon wieder alles viel zu lang. Bierflaschen. That's what they do best here at Blackwell. Empty things out and toss them aside. Da hat Chloe wahrscheinlich recht. Dann gehen wir zu Joyce in ihrem Schnurrbart im nächsten Part und gucken mal, was wir uns für eine... Was wackelt denn da? Achso, das ist da. Was wir uns für eine Standpauke anhören dürfen. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber ich glaube nicht. Das sollte alles gewesen sein. Oh je, das wird böse. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder mit Chloe und einer großen Standpauke, denke ich. Bis dann. Tschüss. Don't wanna lie, don't wanna cry. It's a long way, but I'll stay strong.